We can't go here. It won't open. We found another passage a little ways that away. Okay, das lässt sich nicht öffnen. Oh nein. Fuck it, Alter. Fick die scheiß Geschützhund, Turm, Tier, was auch immer du da bist. Alter, ich hoffe, das bringt. Aha, also viel Erfahrung bringt es nicht. Da habe ich teilweise beim Bäumetreten mehr bekommen. Ja, mein Level ist. Ach, mein Leben ist nicht mehr ganz so gut. Dauerklicken hier. Alter, wie weit geht das hier bitte noch durch diese. Wo haben die sich denn überall durchgesprengt? Hilfe! Alter! Dankeschön. So, was haben wir denn hier? Nichts gut. Weiter geht's. Aha, we're here. So, this gate won't open at all. We used all the blast packs we could carry and still nada. There's a door leading to the power room over there. At least that's what we think it is anyway. Maybe if you can get this puppy powered up, we can get in. Ich muss sagen, gehen wir da durch, ne? Ach du Scheiße. Der soll sich schon mal da durch die Wand. Alles klar. Das gibt auf die Fresse. Er soll mich so ein bisschen beschützen. Level 47er Waffe, alles klar. Das schaffst du schon. Alles klar, ich bräuchte mal was mit der Regeneration, sehe ich gerade. Ah, fuck, die bringen Ausdauer, hoppala. Ah, fuck! Verklickt. Ich bin gleich down. Ja. Ich sollte mal was Richtiges zu essen mitnehmen und nicht so Kacke. Wenn gleich im Bosskampf kommt, bin ich down. Those machines seem to be generators, and it seems like they're still in working order. Das Ding glänzt, es sieht aus wie neu. Also von unten halt her, oben ist kaputt. What about this gadget here? It looks bonked. Maybe. I think it's a transformer. I'm going to take it and have Petra take a look. Alles klar. Alter, ich muss diese scheiß Brille loswerden. Das geht gar nicht. Das geht einfach gar nicht. Das restliche Outfit sieht gar nicht so schlecht aus. So, wir haben jetzt zwei Sachen zu erledigen. Und es leckt. So, wenn wir Glück haben, ist Petra noch hier in der Ecke. Wegen dem Kochduell beziehungsweise wegen dem Fest an sich können wir dir das Ding direkt so geben. Mit ganz viel Glück. Und mit ganz viel Glück ist sie natürlich nicht hier. Ah! Ginger! Ginger? Nee. Doch, Ginger, ne? Ah, ich keine Ahnung, ich bin überfordert. So. Wir machen uns auf ins Forschungslabor.
So, wie sieht's denn hier aus? Wo ist, da ist sie. Alter, kann das ja nicht immer so groß sein? Now is this a gift for me? I'm just kidding. What's up? Find all source yet? I found this at one of the locations. It's preventing us from getting the key. I think it's a broken transformer. You sure? It looks so small for a generator transformer. All right. I never say no to relics. I'll take a look and get back to you. Alles klar. Auf Nachricht warten, das ist gut. Normalerweise müssen wir immer 5 Datendisks geben. Heute mal nicht, heute haben wir Glück. Ja, warte mal, so, jetzt fahren wir aber hier mit. Beziehungsweise, nee, warte mal, wir brauchen noch von diesen komischen Tieren was, ne? Genau, diese komischen Tiere finden wir hier oben. Ich überlege gerade, da finden wir die. Warum leckt das jetzt so alles? Kann doch nicht angehen hier. Vögel. Das Meer sieht gut aus. So, einmal hier bitte durch. Ja. Pisst euch. Da oben sind die Viecher. Diese blauen irgendwas Tiere. Ich weiß gar nicht, was das nochmal sind. Die sehen immer aus wie... Nicht wie Robben. Wie so ein Gemisch aus Robben und... Clown? So, die müssen wir mal eben fertig machen, denn die haben dieses blaue Leder. Was für uns halt derzeit unersetzlich ist. Hier was für. So. Für heute. So, da könnten wir übrigens auch mal hochgehen. Da war ich auch noch nie. Wir sind gerade hier. Wisst ihr was? Wir gehen mal hier ganz kurz gucken, was da oben ist. Wenn wir schon hier sind, dann testen wir das direkt mal aus, beziehungsweise gehen einfach mal da hoch gucken. Wird uns schon nicht kaputt machen oder umhauen oder was auch immer. Ah, das ist dieser Weg. Das, was ich ja vorhin auf der Karte gesehen habe. Hier, dieser Weg ist das. Ah, ja dann. Ja, gut zu wissen. Porsche Kochduell Ende. Jawohl, 17 Uhr. Pünktlich. Kann ja gegessen werden, ne? Sollen wir eben aufladen kurz, dass wir hier mal ganz fix durchrennen können. Sobald uns ein Vogel entdeckt. Okay. Oder auch nicht. Vor uns. Jetzt hat er uns entdeckt. So, einmal nach Hause. Dann können wir mal eben die Ghetto Blaster zu Ende bauen. Und schon mal alles für die Haltestelle fertig machen, dass wir die auch da hinsetzen können. Das ist doch mal gut. Ja. Ja, die Nachricht kriegen wir morgen, das ist ja kein Thema. Gehe ich mal stark davon aus, dass wir die morgen bekommen. So, wie sieht's denn hier aus? Genau. Alles einmal, denn uns fehlte das hier. So, das mal rein. Das mal rein. Ja, Rest jetzt. Die Motoren kann ich mal dazu packen. Das könnte ich jetzt zum Beispiel abbrechen. Das braucht nur 55 Minuten. Ach, weißt du was, das lassen wir einfach. So, dann schauen wir mal ganz kurz nach. Was brauchen wir denn alles für die Töfterfaltestelle? Hartholzdielen haben wir. Bronzerohre brauchen wir 2 Stück. 2 Bronzerohre brauchen wir noch. Alles klar. Dann würde ich sagen, brauchen wir das mal eben fertig hier. 2 Bronzerohre. Weißt du was, wir haben so viel. Oh, gleich.
22, Leute. 22. So, wie haben wir denn alles hier? Textil läuft kaum, polieren läuft gut. Aber wir können auch ordentlich mehr machen. Also wir haben noch echt Ausbau. Wie sieht's hier aus? 23 Tage, Alter, geil, ey. Wir hatten das mit 27 Tagen gefüllt und läuft schon ein bisschen. Finde ich erstaunlich, finde ich gut. Ja, dann warten wir mal kurz. Ich überlege gerade, was könnten wir sonst in der Zeit machen? Den Ghetto Blaster können wir dann gleich fertig bauen. Mit dem Rest müssen wir halt auf die Nachricht warten. Hier können wir derzeit auch nicht viel machen und hier habe ich jetzt eigentlich auch nicht so groß die Lust anzufangen. Oder abbrechen. Ah, hier gucken wir aber gleich mal wegen den Tieren. Wir füttern aber erstmal die... Hallo? Erstmal die Tiere füttern. So. Lass mich mal kurz durch. Ich komme gleich zu euch. Machen wir eben hier komplett die Tiere fertig. So. Schauen wir gleich mal direkt nach. Das wollte ich gar nicht. Mann. Obwohl es ja eigentlich gar nicht so kacke ist, ne? So, ich schau mal ganz kurz nach. So, 120 glücklich, alles klar. Dann zwei brauchen wir, dann verkaufen wir das glückliche Huhn. Echt 600 nur? Tatsache. So, dann holen wir uns gleich ein Hühnchen dazu. Machen wir am besten jetzt mal eben. Technik tierisches. So, ein Küken. Das heißt, das können wir dazu packen, das können wir dazu packen. Das packen wir einfach auch mal mit dabei. Und das auch. So. Gut, Heil-Items brauche ich auf jeden Fall gleich. So, Tier hinzufügen, was haben wir jetzt hier? Immer noch zwei Kühe, aber 1, 2, 3, 4, 5 Schäfchen. 100, 116, 116. Ach, ernsthaft? Einmal verkaufen. Was ist das jetzt? So. So, zwei Schäfchen kann ich hinzufügen schon mal. Einer muss ich mir natürlich gleich mal angucken. Schäfelkiss, zwei Stück. So, erstmal hier alles einsammeln. Was haben wir denn hier Schönes? Ganz viel Scheiße. Dann sollte das für den Ghetto Blaster jetzt gleich fertig sein. Alter, wie viel Scheiß ist das denn bitte? 13 mal Kacke, ja, leck mich am Arsch. Alles klar. Dann wollen wir mal schauen, was haben wir denn? Wie sieht's denn aus? Sollte ja, glaube ich, jetzt mittlerweile eigentlich fertig sein. Wir haben jetzt ein bisschen länger gebraucht. Genau, zwei Hörner haben wir. Davon haben wir auch schon ein bisschen was. Das ist auch gut. So, dann fangen wir mal an hier. Ghetto Blaster, wo bist du? Da bist du. Haben wir. Haben wir auch. Haben wir. Haben wir auch. Haben wir natürlich auch. Können wir bauen. Einmal. Sehr schön. Ja, geil, mit Prozent an sich. Geil und Mart. Alle 56, dann müsste da jetzt ein... Ah, dauert noch ein bisschen, okay. Dann könnten wir theoretisch die Töfte-Faltestelle gleich mitnehmen. Können wir nämlich dann auch noch fertig machen. Also sonst gefällt mir das Outfit auch. Sieht gut aus. Schön mit der Kappe ein bisschen schief, ne? Nur halt, dass die Friese nicht dabei ist, ne? Deswegen mache ich die wieder runter. Schläft sie? Hallo? Scheint wohl nicht mehr ganz wach zu sein. Gut, dass die Haare jetzt so ein bisschen kacke sind dadurch, gut. Ich habe aber sowieso nichts, eigentlich kein Faible für diesen super Kragenpullover. Ja, ich warte jetzt auf dieses doofe Rohr. 14 noch, alles klar.
Ah, die warten wir mal ganz kurz ab. Aber an sich lässt sich das Outfit schon sehen, ne? So, 14 sind jetzt gleich rum. Jawohl, da ist der zweite erschienen. Dann würde ich sagen, Töfte, Faltestelle sei Dank. Haben wir. Haben wir jetzt auch. Mir fehlen zwei Bronzeplatten, really. Zwei Bronzeplatten fehlen mir. Zufügen. 22. Wir wollen ja nicht überfordern, die Maschinen hier. Ne? Aber ist gut, dass die alle arbeiten. Finde ich gut. Und dann warten wir nochmal ab. Ich weiß nicht, wie lange dauert das jetzt? Nochmal kurz reingehen. Weil wir haben 22 Uhr, eventuell kriegen wir das mal eben schnell so hin. Das dauert zu lange. Gehen wir jetzt mal eben pennen und machen wir das mal eben am nächsten Tag. Weil die Tage gehen schon echt... Also sie gehen für mich schnell vorbei, aber sie bringen doch mehr Aufnahmezeit als erwartet. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, erstmal mit Kleidung wieder pennen gehen. War ja auch immer. Erhaltene Erfahrung, wie... Geil, ich habe Erfahrung erhalten. Warum? Ich habe geschlafen. Geil. So, I pulled an all-nighter to get this to you, since some bossy lady was breezing down my back. You were right, it's a transformer. And it's broken. Wirklich, hätte ich jetzt nicht erwartet. Die Theorie habe ich auch aufgestellt, hat sich bestätigt, das ist klar. The director and I tried to see if we can fix it, but the design inside was so intricate, we didn't even know where to start. The ancients really were amazing. Ja, da, den Satz muss ich mir auf jeden Fall merken. Dazu werde ich dann nach dem Let's Play was sagen. So, I had to come up with a design from scratch. Don't worry about the data disks. The captain got me some. Das ist gut. Anyway, here's the diagram for the industrial transformer. Might not be as small or as elegant as the original, but it's the same specs and should get the job done. Hopefully. Ja, hoffe ich auch. No, I'm gonna go get some sleep. Good night. Or morning. Whatever. Ja, man sieht die Augenringe, ne? Es ist Wahnsinn. Geil. Ja, ich mache jetzt trotzdem mal ganz kurz die Dingens fertig. Montieren und platzieren, ja. Alles klar. So. Einmal das, dann Töfte, Faltestelle, haben wir jetzt endlich. Faserstoff haben wir auch. Bauen. Alles klar. So. Habe ich den Bauplan schon bekommen? Scheint so. Dann schauen wir doch mal nach. Bei der Handbuch. Montage. Kurz warten. So. Industrieller Transformer. Lol. Haben wir? Mir fehlt eine Aluminiumplatte. Really? Alles klar. Eine Aluminiumplatte. Wo haben wir sie denn? Eine. Ist hier was? Hinzufügen. Wir machen gleich 11 draus. So. Ja, dann... Müssen wir halt darauf auch noch warten. Dauert ein bisschen länger, aber hey, was willst du machen? So, der ist nämlich, das Ding ist nämlich gleich fertig. Dann würde ich sagen, Ghetto Blaster. Den sollten wir schon mal haben. Dann können wir den nämlich eben wegbringen. Dann machen wir mal ganz kurz was anderes fertig. So, Ghetto Blaster. Oh, Petra ist ja weit gekommen. Leck mir im Arsch. Die ist ja weit gekommen. Nee, dann machen wir das gleich so, wenn wir zurückkommen. Hey! Antoine, hier. Das ging schnell, war ich ein effizienter Handwerker. Ja.
ganz deiner Meinung. So, machen wir das mal eben fertig. So, was haben wir denn hier Schönes? So, hier haben wir schon was Dickeres. Das sieht einigermaßen okay aus. Bisschen hoch, ne? Kurbel, ist die Kurbel in Ordnung? Die Kurbel hat dann Streifen. Ne, dann will ich die Haltestelle mal eben auf dem Weg absetzen. Wenn wir gleich da wieder hinlatschen. Ist eigentlich irgendwas an meiner Hand oder so? Ne, okay, alles klar. Muss ich gerade mal eben was nachgucken. Fühlt sich irgendwie die ganze Zeit so komisch an. Haben wir hier was? Sieht irgendwie so komisch aus, ich weiß auch nicht. So, von vorne sieht das Ganze jetzt einigermaßen gleich. Oh, ah, da ist ein Strich. Da ist noch was. Ein Mistake, ja, passt schon. Okay, das schon mal. Das schon mal. Das schon mal. Sehr schön. Und zu guter Letzt haben wir natürlich hier einen Fehler. Da natürlich einen Fehler. Wenn wir uns das ganze Ding einfach nochmal so grob angucken, da erkennen wir natürlich instinktiv, dass der letzte Fehler ein Scherz ist und sich einfach versteckt. Bin ich jetzt gerade echt so blöd, diesen Fehler zu finden? Oder ist das wieder hier so ein verstecktes Ding? Da war der doch verzogen. Ich wollte da schon nicht hinklicken, dachte ich mir, klickst du lieber jetzt nicht hin. Sonst ist das gleich wieder falsch und dann heulen wieder alle rum. Ja, dann war es doch richtig. Gut, dann würde ich mal sagen, wir schauen mal ganz kurz nach. Töfte Faltestelle müsste mittlerweile fertig sein. Hoppala, schon wieder ein Ruckler. Gibt's ja gar nicht. Niedlich, diese kleine Tankstelle, genau. Es ist natürlich eine Tankstelle. Wir tanken ja auch Leute ein. Ne? Wer kennt's nicht? Ah, wir können ja mittlerweile auch scrollen wie sonst was, ne? Haben wir auch. Einmal bauen. So, das dauert jetzt eine Stunde. Aber mittlerweile habe ich die Maschine ja so, dass wir nichts mehr nebenbei produzieren, sondern wirklich nur noch das, was wir brauchen. Dann kümmern wir uns jetzt mal eben um die Schäfchen, weil wir hatten ja noch 16, 16, 16. Ja dann, verkaufen, verkaufen. Und dann holen wir uns mal zwei wieder. Na gut, machen wir mal hier sechs wieder zur Seite. Ganz so viele passen ja auch nicht rein. So, mehr machen wir jetzt nicht. Die Scheiße lassen wir wieder liegen. Alter, er ist nicht ganz so groß. Er ist ein bisschen größer, aber in der Regel ähnlich. Alter, das andere, was ich hatte, war eine kleine Batterie. Das hier ist ein Schrank. Zieht euch mal den Unterschied zu der Dingens rein. Genau, jetzt ist sie ein bisschen größer. So, wir machen uns... Sollen wir wirklich... Warte mal. Ich muss gerade gucken, dass ich irgendwas mitnehme, was mir ein bisschen Leben mitgibt. Ausdauer. GP 10. Ah, das ist buff. Alles nicht so wirklich was. Schade. Ich sollte wirklich kochen.
sollte wirklich kochen. Egal. Der stellt Ausdauer wieder her, das stellt Ausdauer wieder her und das stellt auch wieder Ausdauer her. Wir haben also gerade nichts, was irgendwie groß Leben generiert. Haben wir alles schon mitgenommen. Das nehmen wir mal mit. Aber alles, ne? Das einmal alles. Hier kommt das auch mal alles. Dann wird das Ganze schon irgendwie klappen. So. Wir ziehen jetzt durch. Wir laufen wieder hier oben durch. Geht, finde ich, ein bisschen schneller. Aber wir haben ja jetzt alles mit. Einmal die wunderschöne Batterie. Ich hoffe, wir müssen nicht wieder überall durchlaufen. Weil das sind mir doch ein paar Wellengegner zu viel. Vor allem, die sind teilweise 5 Level über mir. Ist nicht so angenehm. Nicht wirklich. So, dann bauen wir mal eben da die Haltestelle auf. Und dann passt das Ganze schon. Eine Zeit trinke ich mal ganz kurz einen Schluck, bis wir da sind. So. Alles klar. Kurz nochmal gucken, ob das Ding wirklich da ist. Ist es da? Wandschrank. So. Einmal da. Ich hoffe, dass wir halt wieder zu der Stelle direkt hinlaufen, wo wir waren. Oder wo das Ding rein musste. Und nicht wieder. Also, dass wir schon dahin gebracht, in Anführungsstrichen, werden. Nicht, dass wir wieder dahin laufen müssen, wie vorhin. Weil sonst die Gegner wählen, Alter, das halte ich nicht aus. Weil, wenn ich jetzt mal gucke. Mir fehlen noch einige an Erfahrungspunkten bis Level 43 und die sind teilweise Level 47. Das ist ein bisschen viel. Oh, it's just you. I've been waiting forever, but the knight didn't show up. Too bad. Glücklicherweise. Got that transform, what was it called thing done? All right, let's head inside. Auf jeden Fall, dass wir weiterkommen. I think it worked. Alles klar. Natürlich sind da wieder Gegner. Mann. Oh, ich find's gut, dass er die gerade mal aufhält. Ich gehe da auch nicht rein, weil ich gefühlt hat er ja unendlich Leben, ich nicht. Ja, wie man sieht, ich habe jetzt schon wieder 200 HP weniger. Komm schon. Diese Waffen sind einfach krank. Die sind einfach übelst heftig für mich. Für normale jetzt nicht, aber für mich sind die einfach ultra heftig. Hä? Das ist nicht hier... Da ist das Ding. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo war denn jetzt dieser... War das die Tür hier? Ich laufe einfach hier ein bisschen rum. La 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 la. Lol, da ist noch einer. Oh, gut, dass ich nicht reingegangen bin.
Lol. Das ist eine Truhe. Wow. Komm schon. Da ist noch eine Truhe oder sowas. Ich hoffe, irgendwas vielleicht was heilt oder so. Ich habe einen Erste-Hilfe-Kasten von ihm bekommen. Geil. Okay. Scheint alles clear zu sein. Prozent verbleibende Anwendung einem. Dann nicht. Ah, der Endboss.